Leute, und welcome zu einem neuen Vlog. Ich glaube, es wird sogar ein Wochenvlog. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ich habe länger nicht gefilmt. Es kam ja auch jetzt länger kein Video online. Ich war ja im Urlaub und ich hatte auch die Kamera im Urlaub dabei. Aber irgendwie, habe es einfach nicht so gefühlt. Weil ich war da ja auch mit meiner ganzen Family und ich weiß auch nicht. Also ich will auch so ein bisschen denen ihre Privatsphäre lassen. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Ich habe das Gefühl, meine Babyhaare sind gewachsen. Es sind jetzt Babycurtains. Sind aber einfach nur abgebrochene Haare. Ist ja auch eigentlich komplett egal. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich bin jetzt seit vorgestern Abend, also gestern war ich schon zu Hause und heute ist Montag, wieder zu Hause. Und deswegen dachte ich, kann ich ja euch mal wieder ein bisschen mitnehmen und so zeigen, was ich mache. Es steht nämlich tatsächlich diese Woche noch relativ viel an. Also ich muss zum einen meinen neuen Arbeits-/Schulungsvertrag zur Post bringen. Ist jetzt nicht so mega viel Arbeit, aber ist für mich mega aufregend. Weil ich mich sehr darauf freue, das werde ich euch dann auch irgendwann, ich weiß noch nicht wann, weil ich weiß nicht genau, wie das so ist, inwiefern ich was erzählen darf und so. Alles ein bisschen kompliziert. Aber irgendwann werde ich es euch auf jeden Fall sagen, was ich mache. Vielleicht nicht alles im Detail, aber halt so, naja, ist auch egal. Das muss ich machen. Dann, ich schaue gerade auf meinen Kalender, muss ich zum Paketshop gehen und hoffen, wirklich hoffen, dass mein Paket noch da ist. Ich habe es nämlich bestellt vor dem Urlaub. Ich weiß, es ist nicht die schlauste Entscheidung, wenn die ganze WG, also meine Geschwister, auch in den Urlaub fahren, mir was zu bestellen, was dann keiner annimmt, was dann in einer Paketstation landet und nach 7 Tagen ja zurückgeschickt wird. Die 7 Tage sind schon rum. Ich habe dort angerufen und der war richtig nett. Der meinte so, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub. Ich schreibe mir da einen Zettel dazu, dass ich es hier behalte. Und ich war so, okay, danke schön, mega nett. Also gehe ich mal davon aus, dass es noch da ist. Ich hoffe es einfach, weil ich habe schon die Mail bekommen, dass es wieder zurückgeschickt wurde, weil es halt nicht abgeholt wurde. Aber ich werde sehen. Da muss ich auf jeden Fall heute mal ein Video schneiden. Und am besten auch fertig bekommen und hochladen, damit ihr mal wieder ein Video habt. Und, ich lade es nicht heute hoch, aber ich muss heute zur Freigabe schicken, weil es mit einer Kooperation ist. Man muss man immer im besten Fall 2 Tage vorher zur Freigabe schicken. Und, eine Hausarbeit. Das ist ein Problem. Weil ich muss meine allerletzte Unisache abgeben, nämlich eine Hausarbeit bis zum 1. September. Das heißt, es ist auch noch ein bisschen Zeit. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. 5 Tage habe ich noch. Und ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, die Baustelle ist nicht zu laut. Das ist ja mal ein Problem. Ich krieg es nicht hin, mich zu motivieren. Also ich studiere ja 5 Jahre. Und ich mache seit 2 Jahren, glaube ich, oder seit einem Jahr, mache ich hauptsächlich Kurse, die ich eigentlich nicht hätte belegen müssen. Weil ich mir dachte, vielleicht will ich irgendwann meinen Studiengang wechseln. Und dann habe ich die schon mal gemacht. Das heißt, ich mache die sozusagen gefühlt freiwillig. Und der Kurs, wofür ich die Hausarbeit schreibe, ist einer von diesen Kursen. Und ich bekomme mich nicht motiviert, dieses, ich sag's nicht, aber fertig zu bekommen. Ja, ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock. Es ist auch das unfassbar langweiligste Thema, was man sich vorstellen kann. Also ich hatte noch nie so ein langweiliges Thema in einer Hausarbeit, muss ich ehrlich sagen. Aber kriegen wir auch hin. Am Freitag ist, wie gesagt, die Abgabe. Danach soll das Wetter wieder richtig gut werden, so 25, 26 Grad Sonne. Und da habe ich dann auch wirklich frei von der Uni, weil ich dann komplett durch bin und ich werde auch keinen freiwilligen Kurs mehr belegen. Ich bin jetzt vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin fertig. Deswegen, ich freue mich einfach darauf. Und es ist auch eine Gruppenarbeit. Das macht die Sache aber, finde ich, eher komplizierter als einfacher. Aber meine Gruppe ist mega lieb. Also die sind alle so nett und total verständnisvoll und alles ganz... Also die Gruppe ist toll, aber ich finde trotzdem, Gruppenarbeit ist meistens mehr Arbeit als alleine, weil man sich halt absprechen muss. Ist ja auch eine Gruppenarbeit so, ne? Genau, das steht auf jeden Fall an, da muss ich auf jeden Fall. Ich habe mir eine Brille bestellt, die zeige ich euch mal kurz. Übrigens, sorry, dass ich jetzt schon so viel rede, aber ich habe die Kamera vermisst. Ihr kennt ja den Brillen-Struggle. Ich habe so eine richtig hässliche, die hat 20 Euro oder so gekostet, weil ich beim Optiker nie eine schöne gefunden habe und ich war so, ich will keine für 300 Euro kaufen, die mir nicht gefällt. Dann nehme ich erstmal eine hässliche für 20 Euro, bis mir eine gefällt, so wisst ihr. Und ich habe jetzt eine gefunden, finde ich richtig süß. Ich ziehe mal auf. Ich hoffe, die steht mir, ne? Aber die ist doch süß, oder? Ich glaube, die ist süß. Die ist halt mega schlicht und das wollte ich auch. Also nichts Krasses, nichts, was so auffällt. Ja, und ich bin ja jetzt eine Goldschmuckmaus geworden. Ich war früher mal Silber, aber mittlerweile mag ich Gold lieber.
Deswegen habe ich mir eine goldene Brille rausgesucht. Oh Gott, ich bin jetzt irgendwie in der Kamera ein bisschen unsicher, aber jetzt habe ich sie eh schon behalten. Jetzt kann ich sie auch nicht mehr zurückschicken. Ja, die wird es auf jeden Fall werden. Das Problem ist nur, ich weiß meine Werte noch nicht. Das heißt, ich muss mal auch heute, schaffe ich es glaube ich nicht mehr, aber vielleicht morgen oder übermorgen. Ups, mein Gott. Zum Optiker meine Werte messen lassen und dann Gläser, weil das sind jetzt noch so, also Kunststoff, da ist ja auch noch der Markenname. Michalski heißt die Marke, ist von Mr. Specs. Habe ich mir einfach bestellt. Und genau, da muss ich jetzt zum Optiker halt die Werte und da muss man die Brille, glaube ich, nochmal zu Mr. Specs schicken und die machen dann die Gläser oder der Optiker. I don't know, ich werde es merken und ich frage einfach beim Optiker nach. Ja, das sollte ich auch mal angehen, weil mit meiner 20-Euro Brille sehe ich auch nicht gut. Also die ist 4,0 und das reicht nicht. Also ich sehe nicht gut. Ja, und ich hoffe, die gefällt mir dann auch. Ach doch, die ist doch ganz süß, oder? Ich finde, ich habe einfach auch generell nicht so das Brillengesicht. Außer vielleicht so mit einem Zopf. Mit einem Zopf vielleicht eher, ne? Ja, und ich muss dringend auch mal wieder zum Friseur oder meine Spitzen selber schneiden, weil die unten so dünn geworden sind. Aber, ich sehe jetzt wieder aus. Ich glätte meine Haare, wie man sieht. Zurzeit nicht mehr so viel. Das war eins von meinen Urlaubs-Learnings. Keine Ahnung, meine Haare auch mal. Also die waren jetzt über Nacht geflochten und halt nicht jeden Tag zu glätten und nicht zu perfektionistisch zu sein. Mich haben ja immer hier diese diese Wellen von den Haaren gestört, weil die ja abgebrochen sind und sich so komisch kräuseln. Aber im Urlaub, wir hatten halt einen Spiegel im Bad. Ich rede echt viel, I'm sorry. Wir hatten einen Spiegel im Bad im Urlaub und der war halt nicht mehr ganz Körper. Und dadurch hat man halt viel weniger in den Spiegel geschaut und dadurch war es einem viel weniger wichtig. Und irgendwie auch egal. Und dann ist mir gar nicht aufgefallen, dass meine Haare hier kräuseln. Und dann habe ich sie einfach halt immer so gelassen und nie geglättet. Und das versuche ich jetzt ein bisschen beizubehalten, nicht zu viel perfektionistisch zu sein, zu viel in den Spiegel zu schauen, sich nicht so um Kleinigkeiten so den Kopf zu zerbrechen. Und halt auch für die Gesundheit meiner Haare sie nicht immer zu glätten. Ne? Ihr habt es mir ja schon in den Kommis geschrieben. Aber ich versuche es jetzt auch wirklich ein bisschen umzusetzen. Also nicht falsch verstehen, ich werde die trotzdem glätten. Nur nicht immer. Das ist mein Ziel. Und jetzt habe ich wirklich viel geredet und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Paketshop und hoffe, es ist da. Ja, das ist jetzt erstmal mein erstes To-Do. Meinen Vertrag habe ich fertig gemacht, den kann ich auch gleich mitnehmen zur Post. Dann habe ich 2 in 1 und einkaufen muss ich auch, weil wir sind Samstagabend gekommen. Gestern war Sonntag und heute ist Montag und wir haben nichts zu essen da, weil wir waren im Urlaub. Genau, das werde ich jetzt erstmal machen. Ich wollte schon meinen Insta-Stories erzählt, dass ich mein Outfit irgendwie nicht so fühle, weil wie... Eigentlich sieht es ja irgendwie auch cool aus, ne? Aber irgendwie fühle ich es nicht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal an, weil es ist eigentlich eh komplett egal. Und ich habe mir jetzt immer noch meine Haare zugemacht, weil irgendwie sahen die auch so kaputt aus. Also ich glaube, ich muss echt mal Spitzen schneiden gehen. Ja. Da, ich rede gerade so über das Thema ja Aussehen. Nicht zu perfektionistisch sein und so. Läuft super. Ich bin wieder zu Hause und ich bin gerade schon am Videoschneiden. Das ist alles ein bisschen wegen dem Urlaub halt ein bisschen nach hinten hat sich das verschoben. Also es ist noch ein Video aus Stuttgart mit Maren. Aber das sollte auf jeden Fall das letzte Mal hochgeladen wurde von mir. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Und mein Paket war natürlich nicht da. Ich bin halt so hingegangen, meinte so, ja, ich habe extra angerufen, dass sie das halt bis heute in der Packstation lassen, weil ich halt im Urlaub war und der am Telefon ja auch gar kein Problem. Ich schreibe einen Zettel, können sie am Montag abholen, schönen Urlaub und so. Und ich war so, ach, wie nett, ist ja super, dass das so einfach funktioniert. Komme ich da und der meint so, das wurde am Samstag weggeschickt. Ich war so, war da kein Zettel? Und er meint so, oder ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er meinte, irgendjemand anders, da arbeiten halt 3 Leute oder so. Ich meine, ich kann es auch irgendwie verstehen mit der Kommunikation und so. Und die haben ja mehrere Pakete, nicht nur meins. Ist natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen durcheinander. Aber eigentlich so einen Zettel drauflegen ist eigentlich nicht so schwer, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch eine Mail geschrieben an die und gefragt, ob die es bitte einfach nochmal mir jetzt schicken können, weil es jetzt halt zurück an den Absender geschickt wird. Und ich gucke mal, dass die antworten, ist kein Problem, schicken wir ihnen nochmal. Ja, sonst zahle ich halt nochmal die Versandkosten. Ansonsten ist halt nochmal schicken und ich zahle die Versandkosten. Genau, wahrscheinlich erstmal ein Video. Und dann mal schauen. Gerade habe ich irgendwie Bauchschmerzen bekommen. So als ob ich krank werde. Also nicht dieses, sondern dieses, also irgendwie so ein bisschen so wie so Erkältungs...
Ja, nicht Bauchschmerzen, so ein bisschen Übelkeit auch eher, aber vielleicht auch, weil ich gerade was gegessen habe. Mal schauen, auf jeden Fall ist ja heute eigentlich Döner-Tag. Döner-Tag ist ja jetzt im Urlaub auch mal ausgefallen, weil da gab es keinen Dönerladen auf der Insel. Diese Insel ist sehr, sehr klein, also ich war ja auf Hiddensee. Deswegen musste der Döner-Tag ausfallen. Aber heute würde es eigentlich ja passen. Ich habe Zeit und ich habe Bock auf Döner, aber irgendwie muss ich mal schauen, ob es mir besser geht nachher. Weil irgendwie ist mir gerade ein bisschen so, auch nicht richtig schlecht, aber irgendwie, naja, ein bisschen seltsam. Aber vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich gerade was gegessen habe. Deswegen mal schauen. Und genau, ich starte jetzt auf jeden Fall erstmal das Video und mache das fertig. Dann habe ich das schon mal check. Dann muss ich auf jeden Fall ein bisschen Hausarbeit heute noch machen. Ich habe keinen Bock. Aber ich schaff's schon. Wird schon irgendwie werden. Hallo, wir sind vom Döneressen zurück. Ich habe mir wieder eine neue Frisur gemacht, weil ich habe es nicht so gefühlt. Aber die finde ich jetzt eigentlich ganz gut, weil meine Haare haben heute echt ein Bad Hair Day und so sieht man es nicht. Auf jeden Fall, Montag, Döner-Tag wurde eingehalten. Ein bisschen Chaos. Das räume ich gleich auf. Und ich war noch kurz bei DM. Dann zeige ich noch kurz, was ich geholt habe. Es sind auch nur drei Sachen. Nämlich einmal dieses Parfüm. Ich glaube, das kaufen sich eigentlich nur so Teenie Girls. Aber ich finde, die riechen voll gut. Also ich mag das Pinke. Ich mag... ich hole sie kurz. Also dieses Pinke, Mini Pink, das hatte ich, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich schaue nochmal meine alten Vlogs an. In der Türkei dabei. Und es war dann halt leer. Aber das mochte ich voll gerne. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal geholt. Die sind auch nicht so teuer. Aber die sind halt auch sauschnell bei mir leer, weil ich sehr großzügig aufsprühe. Dann mein Lieblings ist eigentlich das Orangene Mini Happy. Das riecht richtig gut. Also das ist mein Fave von diesen kleinen. Und dann habe ich noch Mini Dream. Das habe ich heute drauf und das hatte ich auch die ganze Zeit im Urlaub auf Hiddensee drauf. Ist jetzt aber leider auch fast leer. Aber das ist mein dritter Platz. Also ich würde sagen, das ist mein erster Platz, das Happy, das zweite Platz ist Pink. Und Dream finde ich auch okay, aber das kaufe ich mir glaube ich nicht nach, wenn es jetzt leer ist. Also es riecht schon gut, aber ja, ich glaube, da kommt nichts mehr raus. Vielleicht ist da noch was drin. Naja, egal. Das habe ich mir auf jeden Fall geholt. Und dann nochmal meinen Concealer. Der ist nämlich auch leer und ich habe jetzt zurzeit immer einfach nur ganz normal meinen... Das ist, glaube ich, so eine BB-Cream, die ich zurzeit benutze. Und die habe ich einfach auch unter die Augen gemacht, aber die deckt halt nicht so gut. Deswegen habe ich mir nochmal Concealer geholt, weil der deckt ein bisschen besser. Und ja, es geht sogar mit den Augenringen heute. Aber habe ich schon mal mitgenommen. Da benutze ich mal den. Der ist nicht so teuer von Essence und ganz gut. So, und dann letzte Sache ist mein Augenbrauenstift. Da benutze ich auch eigentlich immer denselben. Das ist dieser ganz normale Augenbrauenstift von Catrice. Die haben nämlich diesen aschigen Farbton. Und den finde ich von der Farbe perfekt. Der war auch leer, deswegen musste ich heute was anderes benutzen. Wo ich eigentlich das heute auch ganz gut finde. Aber ich dachte mir, mein All-Time-Favorite hole ich auch nochmal. Genau, dann waren wir noch bei Aldi. Aber das zeige ich euch jetzt nicht alles, weil das habe ich jetzt schon in den Kühlschrank geräumt. Ist auch nicht so spannend. Das sind die Sachen, die ich immer kaufe. Und dann setze ich mich jetzt nochmal meine Hausarbeit. Mein Video habe ich fertig geschnitten bekommen vorhin. Ich muss jetzt noch meine Hausarbeit weitermachen und noch sowas machen für meinen neuen Job ab Oktober. Das erzähle ich euch ja noch. Da muss ich auch noch was für machen, aber das mache ich sonst morgen. Hallo Leute, ich habe heute noch gar nicht gevloggt, aber ich mache auch nicht wirklich was Spannendes. Wir haben schon 16:30 am Nachmittag und ich bin immer noch ungeschminkt und chill. Oder was heißt chill? Ich sitze aber am Schreibtisch. Ich musste mir ja immer noch meine Hausarbeit schreiben und sollte mir echt mal ein Stativ für meinen Schreibtisch suchen. Aber das Praktische ist, höhenverstellbarer Tisch. Passt. Wo war ich jetzt? Achso, ja, ich sitze ja einfach den ganzen Tag und schreibe meine Hausarbeit weiter. Ja, genau, das ist auch schon mein Tag. Ich bin bei meinem vierten Cappuccino, weil I need the energy. Und ich habe es euch schon auf Insta gezeigt, aber ich habe eine richtig süße Kette bekommen von meiner kleinen Schwester. Die ist mit Perlen und so ein bisschen weiße Perlen und rosa Perlen und richtig cute. So
so ein bisschen sommerlich noch. Und oh, so sitze ich hier an meinem Laptop. Das Ding ist, ich habe jetzt wirklich den ganzen Tag mich mit meinem Text beschäftigt. Und kennt ihr das, wenn man so gar nicht mehr richtig seine Fehler oder was Gutes und was Schlechtes sieht, weil man sich schon viel zu viel damit beschäftigt hat? Deswegen werde ich jetzt noch zwei andere Sachen anfangen oder eine Sache von den zwei Sachen anfangen, die, es nervt mich voll, dass ich das mal sagen muss, aber die halt für das sind, was ich ab Oktober mache. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das euch erzählen möchte, aber ja, auf jeden Fall, dafür muss ich noch zwei Sachen machen. Und ich glaube, dass ich jetzt erstmal eine Sache von den beiden mache und nicht die Hausarbeit weiter, weil irgendwie bringt das, glaube ich, gerade einfach nichts. Wir haben jetzt 6:30 und ich kam so mittelgut voran, also eigentlich nicht wirklich gut, weil es gibt ein paar Probleme, aber zu kompliziert es jetzt zu erklären. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mit meinen Haare zugemacht und mir Sportsachen angezogen, auch schon meine Matte hingelegt und ich werde jetzt so ein Intense Booty Workout with Weights. Das heißt, ich muss mir gleich noch meine Gewichte holen von der Lizzie machen. Hab mir noch EAAs gemacht in White Berry. Das sind die von Rocker. Genau, da werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal 30 Minuten Sport machen. Ich kann nämlich gerade eh nichts mehr mit meinem Kopf anfangen und muss mich ein bisschen auspowern, nachdem ich den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Und danach muss ich auf jeden Fall duschen und Haare waschen. Meine Haare sind nicht mehr ein bisschen fettig geworden. Genau, deswegen mache ich jetzt erstmal ein kleines Workout. Ich muss wirklich sagen, dieser Vlog ist chaotisch. So wie gefühlt immer bei mir. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, gestern haben wir schon wieder gar nicht gevloggt. Heute ist auf jeden Fall Donnerstag. Und das Ding ist einfach, ich habe es gerade auch schon in meiner Instagram-Story gesagt, ich sitze wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch und mache irgendwelche Sachen. Also ich muss irgendwie richtig viel Papierkram erledigen. Habe ich euch ja schon gesagt, hauptsächlich für meinen Job dann. Und das ist auch irgendwie, mein Sonnenkamm ist fast leer, auch irgendwie ein bisschen kompliziert, so wegen Wechsel, Studium zu Job. Da muss ich irgendwie auch, ja, keine Ahnung, das ist alles jetzt ein bisschen kompliziert auch zu erklären und so. Vor allem, weil ich immer dann auch nicht zu viel erzählen will, weil es auch irgendwo privat ist und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Schreibtischarbeit. Deswegen gestern, ich saß wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch. Deswegen fand ich es auch irgendwie langweilig, was soll ich da vloggen, wie ich meinen 10. Kapu in mich reinkippe. Wäre das Einzige, was ich vloggen kann. Genau, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Donnerstag, 11 Uhr. Ich war heute Morgen schon bei Vielmann. Unbezahlte Werbung, muss man ja gefühlt immer dazu sagen. Ich habe mir nämlich endlich mal eine neue Brille gefunden und da musste ich jetzt halt nochmal meine Augen ausmessen lassen. Und das halt, dass die Gläser jetzt in Auftrag gegeben werden. Das habe ich heute Morgen schon erledigt. Und heute Morgen auch, also ich bin heute um 4 aufgestanden, 4 Uhr morgens, weil ich konnte einfach nicht mehr schlafen, weil in meinem Kopf halt so viele Sachen waren, wo ich mir so dachte, ich muss noch das und das und das und das und das erledigen. Und dann konnte ich nicht mehr einschlafen um 4. Dann bin ich aufgestanden und dann habe ich halt weitergearbeitet an meinem Papierkram. Ich fühle mich manchmal auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen unfähig, weil ich das Gefühl habe, kein anderer braucht so lange wie ich für alles. Aber okay, ist wie es ist, kann man nichts dran ändern. Genau, das habe ich gemacht, dann war ich bei Vielmann. Und jetzt um 11 schminke ich mich dann auch mal, weil ich brauche irgendwie plötzlich auf einmal, ich sage ja, bei mir kommt gerade alles auf einmal, was so ein Papierkram angeht, ich brauche ganz viele Passbilder für tausende verschiedene Sachen irgendwie. Halt einerseits für die ganzen Anträge, die ich ausfülle. Zurzeit braucht man irgendwie überall digitale, aber auch ausgedruckte Passbilder. Und dann bekomme ich jetzt bald, ich glaube nächste Woche ist mein Termin, neuen Perso, neuen Reisepass. Und da braucht man natürlich auch wieder ein Passbild. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich den Tag. Ja gut, das eine Passfoto brauche ich halt heute, weil ich das heute mal abschicken muss. Deswegen schminke ich mich jetzt und mache dann schon mal das Foto und die kann ich ja dann auch für alle anderen Sachen benutzen. Dann habe ich mal eins. Ich muss mal schauen, ich hätte eigentlich voll gerne so ein Passfoto, wie es immer so diese ganzen Insta-Girls machen, die dann so krasse Stick-Frisuren haben und dann so richtig so irgendwie, ich kann es nicht, auf ihrem Foto aussehen. Aber meine Haare sind noch relativ frisch gewaschen, deswegen will ich keine Stick-Frisur machen,
Ich weiß aber, dass ich für das, was ich heute brauche, meine Ohren sehen muss. Das wusste ich nicht, dass man das die Ohren sehen muss. Aber für das heute braucht man auf jeden Fall freie Ohren. Ja, ich schaue einfach mal. Und ja, ich könnte auch zum Fotograf gehen, aber irgendwie, erstens kostet es ja Geld, logischerweise. Und ich bin immer unzufrieden beim Fotograf. Und dann ist es mir aber auch unangenehm, beim 30. Versuch zu sagen, könnten wir vielleicht das nochmal probieren. Deswegen mache ich das mit meinem Ringlicht. Und es gibt ja so Apps, dass das halt biometrisch und so ist. Das hat bis jetzt auch bei mir immer geklappt. Also für meinen Führerschein habe ich das schon gemacht. Für meine Krankenkassenkarte, da ist ja mittlerweile auch ein Bild drauf. Deswegen denke ich, sollte das eigentlich funktionieren. Und deswegen mache ich mich jetzt mal ready. Und es tut mir leid, wenn der Vlog vielleicht ein bisschen langweilig ist oder halt wenige Einblicke so sind. Aber ich sage es, wie es ist. Zurzeit ist wirklich nichts Spannendes. Morgen gehe ich wahrscheinlich morgen Abend auf so ein Weinfest. Das wird dann vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Falls ich da vlogge, we will see. Ja, Kino war ich jetzt auch diese Woche nicht, weil einfach keine Zeit war. Und Eisbecher essen war ich auch schon so lange nicht mehr. Das sind ja immer so meine Basics, die ich eigentlich voll oft mache. Kino und Eisbecher. Dabei ist jetzt schon vor lange nicht mehr, aber ich war auch im Urlaub, also ich will mich nicht beschweren. Genau. Aber einfach mal schauen. Falls auf jeden Fall nochmal was Spannendes passiert, nehme ich euch natürlich mit. Fertig, ist gerade ein bisschen überbelichtet hier. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Spiegel wegräumen, mein Regenlicht aufbauen und dann hoffen, dass ich ein Passfoto hinbekomme, weil wie gesagt, ich brauche das für heute und ich sehe gerade sogar meine Hand pellt sich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das gerade erkennt. Ich habe einen leichten Sonnenbrand bekommen und mein Arm, da hat sich schon so die Haut so abgeschält. Schält die sich auch ein bisschen an meiner Hand ab. Nicht so nice. Also Reminder an euch, die Sonne soll ja nochmal rauskommen jetzt. Die nächsten Tage, cremt euch gut ein. Sehr important. Ich schaue jetzt mal, dass ich den Spiegel irgendwo anders hingestellt bekomme. Okay, Leute, eins meiner ersten Versuche. Ich habe gesehen, wenn ich es vor der Wand mache, ist das Licht auch mit dem Ringlicht zu dunkel. Aber diese App tut den Hintergrund automatisch weiß machen. Jetzt sieht es halt an meinen Haaren ein bisschen nach Photoshop aus. Ich meine, weil der Hintergrund halt weiß gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt, mein Gesicht ist schief. Also mein Mund ist irgendwie voll schief, aber es läuft jetzt auf allen Fotos. Und ich glaube halt, man könnte das jetzt bestellen auch, aber halt auch als Online-Ding halt bekommen. Ich versuche es einfach nochmal, weil ich bin unzufrieden. Und das ist gar nicht so billo, ne? Aber ist okay. Aber ich glaube, das kostet beim Fotografen genauso viel. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Let's try. Es gibt finally Mittagessen. Ich bin jetzt auch so ziemlich mit meinem ganzen Zeug fertig. Und weil es so viel zu tun hat, hat mein Freund gekocht und ich zeige euch, was es gibt. Es sieht so lecker aus. Da haben wir den Schmaus. Magst du erklären, was du gebrodelt hast? Tagliatelle mit Gemüse und Tomaten, Creme Fraiche, Soße. Taste Test. Ich habe wieder kein Stativ. Probier.
lecker. Gut. Ich meine noch ganz bisschen Salz drauf.